Der arme Teppich schreibt gerade, er leidet unter Meteorismus. Oh Gott, Herr Das ist ganz Erbster. schrecklich. Ich weiß auch leider, was das ist. Du weißt, was das ist? Ja. Alster Das ist Meere? ein... Naja, es sind ganz fürchterliche explosive Blähungen, oder? Oh Gott, wie furchtbar, wie schrecklich. Das will ich mir gar nicht ausmalen. Liebe Zuschauer, Nase zuhalten. Ihr merkt, wir sind hier bei einem Livestream. Das ist der Livestream einen Tag vor dem Release von Master of Orion, der Early Access Version dieses Spiels. Und der übliche Hinweis, das ist ja, weiß Gott, keine Release-Version. Viele, viele Features fehlen noch. Es gibt Balancing-Schwächen und Bugs. Viele Bugs haben wir noch nicht entdeckt. Balancing-Schwächen können wir noch gar nicht beurteilen. Aber uns wurde gesagt, die Version sei noch fehlerhaft. Und wenn das die Entwickler selber sagen, dann glauben wir ihnen noch. Nichtsdestotrotz ein Spiel, das wir beide gerne spielen und das mehrere hundert Zuschauer auf Hitbox TV. Ja, anscheinend auch fesselt, weiß ich nicht. Aber zumindest bleiben Sie hier dabei, diskutieren mit. Viel Stimmung hier im Chat auf Hitbox TV. Viele Fragen zum Spiel, die wir einem Vertreter des Publishers von Wargaming gestellt hatten. Und wir wollen einen Krieg führen, Christian. Ja, bitte, endlich. Ich bin ja schon ganz... Mir glüht schon die Laserkanone. Jetzt mach doch auch mal. Christian Weigel ist mit dabei, der Spielejournalist. Und das hier ist unsere mächtigste Einheit, das mächtigste Schiff, das wir haben. Das ist der Destroyer, und jetzt können wir dem noch Schilde verpassen. Hier, mal, add a core system, ein Kernsystem hinzufügen, geht nicht. Kostet 20. Müsstest du wahrscheinlich eine Kanone rauswerfen oder eine Rakete. Ja. Lohnen sich diese Schilde überhaupt? Wie mächtig ja, sind die? Auf jeden, die bringen einfach zusätzliche Trefferpunkte, die sich sogar wieder aufladen können während des Kampfs. Dann schmeißen wir vielleicht einen Nuklearmissile raus. Ja, würde ich auch das sagen. Das sollte vielleicht reichen. Mhm. Nicht ganz. Da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen. Da müssen wir vielleicht noch eine Laserkanone rauswerfen. Und das reicht jetzt. Gut. Dann nehmen wir jetzt die Schilde dazu. Nein, nein, es fehlen immer noch 6. 6 Punkte, die wir hier wegnehmen müssen. Noch eine Laserkanone weg. Machen wir es mal umgekehrt, fügen die noch immer 3, das gibt's doch nicht. Ich klicke mich hier mal ein bisschen hin und her. Und jetzt geht es endlich. Schild ist dabei, 4 Laserkanonen, 3 Nuklearmissiles und so weiter. Okay. Ja, schade, dass man das nicht alles einbauen kann und dass der Platzbedarf geht dann einfach ins Minus und man kann das Design nicht abschließen. So könnte man etwas ja, leichter basteln. Fände ich auch komfortabler. Aber kommt gut. Alles auf die Liste unserer Wünsche. Mhm. Okay. Ja, wollen wir jetzt unsere Hooligans, die beiden, die wir haben, wir haben ja 2 Kriegsschiffe, sind in der Nähe von 2 besiedelten Planeten. Die sollten wir auch upgraden können. Sollen wir das mal machen? Sollen wir mit denen nach Ulta 2 fliegen? Probier mal, ob das geht, ja. Schicken wir dahin und hoffen, dass wir sie, es kann sein, dass wir sie nur dort aufrüsten können, wo eine Sternenbasis existiert. Ja, das weiß hatten wir ich schon nicht. Mal. Aber ich fliege jetzt nicht nochmal zurück. Nee, nee, wenn es nicht geht, fliegen wir direkt weiter zu den Sakra. Es geht nicht. Es geht nicht, dann flieg weiter. Eine weitere Forschung. Hast du den weiteren Flugbefehl schon gegeben, bevor du es wieder vergisst? Ja. Bevor. Ich sehe es ja leider zu spät. Habe ich schon gemacht. Nee, es geht wir hier können nicht. Noch mehr Diplomatie hier freischalten. Unlocks Xenodiplomacy. Diplomacy. Da bin ich sehr gespannt. Da können wir Botschaften machen. Ach, das machen wir mal. Oder was hättest du gerne? Molekulare Manipulationen, aber nur weil ich so ein Alliterationsfan bin. Okay, das ist eine stichhaltige Begründung. Mhm. Eine Runde weiter. Wir wollen euch unbedingt während dieses Livestreams noch einen Echtzeitkampf liefern, denn das ist ja der Punkt, der bei den Veteranen von Master of Orion hier bei diesem Reboot umstritten ist. Soll man das wirklich machen? Ja, bitte. Echtzeitkämpfe statt Rundenkämpfe. Wollen wir akzeptieren, dass die Zeit vorangeschritten ist, dass sich die Spiele weiterentwickelt haben? Oder sind wir Traditionalisten? Also ich habe die Echtzeitkämpfe vorhin ja auch mir schon mal angeguckt im Detail und ich finde, sie sind sehr schön gelöst dafür, dass es Echtzeitkämpfe sind und dass die Haupttaktik, die man verbrät, die findet natürlich eigentlich im Schiffsdesigner statt. Und das ist auch gut so. Klar, es gibt dann noch die Möglichkeiten, das werden die Entwickler auch sicher nutzen, noch mehr Optionen, mehr Features, mehr Möglichkeiten, diese Echtzeitkämpfe einzubauen. Da
damit die noch ein bisschen anspruchsvoller werden. Wir fliegen hier mal hoch und gucken mal, ob wir hier nicht einen schönen Kampf bekommen können. Und stellen fest, der Kampf könnte tatsächlich in Kürze kommen. Ach ja, ich sehe mal wieder nichts. Denn das nächste Sternensystem hat einen Deckel, eine Verteidigungsbasis. Das wird verteidigt von einem militärischen Außenposten. Jawohl, dann greifen wir an. Bitte. Aber sowas von angreifen. Gib doch schon mal den Bewegungsbefehl dorthin, bevor du in meine nächste Runde drückst. Werde ich machen. Ist zu spät, ist schon passiert. Jetzt. Ulta 2 ist gewachsen. Forschung interessiert mich im Augenblick nicht so. Ich will hier produzieren. Wir sind in der Vorbereitung eines Krieges. Können wir den eigentlich irgendwie begründen, dass wir diesen Krieg führen? Ja, eine starke Echsenallergie. Oh, das stimmt definitiv. Mhm. Das hat sozusagen medizinisch, das ist ein medizinisch defensiver Krieg hier. Richtig, genau, prophylaktisch, dass wir uns im nächsten Weltraumfrühjahr nicht an den ganzen Echsensporen da irgendwie geschwollene Augen und eine laufende Nase holen. Die Diskussion, ob Rundenkämpfe oder Echtzeitkämpfe sinnvoller sind, wird im Chat mittlerweile mit Argumenten geführt wie: Jeder Jack ist anders, sagt Tepic, oder SCC 2004 sagt, Geschmäcker sind verschieden. Also du bist ja, glaube ich, eher Lakritze, oder? Achtung. Wir sind in der Nähe eines Außenpostens. Achtung, ja. Ach so. Jetzt ist erstmal ein Laserdisc angekommen. Eine Laserdisc in der Nähe des... Laserdisc ist angekommen bei Orion. Beim Wächter von Orion, den greifen wir natürlich auch an und zeigen erstmal einen... Erst sagen wir mal, wie man einen Kampf verliert und dann... Wie man einen gewinnt. Sehr gut. Trauen wir uns das, greifen wir den an. Siegchance wird nicht so ganz optimistisch angegeben. Zuschauer, wollt ihr das? Naja, aber immerhin haben wir diesmal eine Laserkanone und können irgendwas tun. Kommt, wir greifen an. Wir machen das. Ja, wir machen das. Tu es. Ich habe mal wieder keine Kontrolle darüber, wo du gerade bist oder was du tust. Ich frage mich mal wieder, wie das mit dem Angriff geht. Also ich flieg, der Wächter, der ist direkt neben dem Planeten. Du musst dich auf demselben Wegpunkt sozusagen befinden, eher also an demselben Warp-Ausgang oder auf demselben Planeten. Und dann sollte dieses Fadenkreuz da aktiv sehen. Ah, da ist es. Attack. Ich klicke auf Attack. Mhm. Und jetzt? Da ist der Kampf. Space Battle by Orion. Auf der einen Seite des Rings eine Laserdisc. Auf der anderen Seite, groß, schwer und scheinbar unbesiegbar, anscheinend unbesiegbar, ein Guardian. Unsere Siegchancen werden vornehm mit Terrible umschrieben. Wir können auf Simulieren klicken, machen wir nicht. Wir klicken auf taktischen Kampf. Und jetzt wünsche ich mir das taktische Genie von Christian Weigel, um uns aus dieser unglaublichen Situation noch erfolgreich rauszuführen. Dein Auftritt, Christian, auf den du seit Stunden wartest. Lass mich an den Steuerknüppel dieser Flugscheibe. Ich werde es retten können und reisen Übernimm können. Die Verantwortung. Oh, ich sehe nichts. Ein Schirm lädt. Langsam. Da fliegen wir heran. Da ist das dicke Monster. Schnatter, drück endlich! Ja, ich kann mich nur anschließen. Das möchte ich zu dir auch sagen. So, und jetzt brauche ich dich echt, weil ich war noch gar nicht in einem dieser Kampfsysteme. Er ist schon beendet. Ja, ich habe es noch nicht mal gesehen, ich bin noch nicht mal im Kampf. Jetzt habe ich erst den Ladebildschirm. Tja, liebe Zuschauer, das war unser erster glorreicher Kampf, den wir durchgeführt haben, und wir stellen fest... Oh Gott, da ist ja der Wächter, der sieht ja echt fies aus. Ich sehe rote Lichter und ich sehe einen riesigen geschuppten Rumpf und der ist ja 10-mal so groß, 40-mal so groß wie die Scheibe. Er spuckt Raketen aus. Oh Gott, das war's schon. Ja. Eieiei. Du hast das, glaube ich, auch damals erlebt, als du mich das erste Mal gesehen hast, nicht? Ja, so ging mir das auch. In Wirklichkeit, was? BB hat die Größe von der gesamten Köln-Messe. Ja, also das war's jetzt. Das war bitter. Also der nächste Kampf in der anderen Seite der Galaxis, wo wir diesen Außenposten abmurksen möchten, der sollte besser... Hier das Ergebnis in einer kleinen Tabelle. Es werden Battle Highlights angezeigt. Und die Battle Highlights bestehen einfach darin, dass der Guardian eine Missile abgeschickt hat, eine Rakete. Und die hat da ausgereicht, um uns in Stücke zu reißen. 60 Schaden wurden angerichtet. Das war der ganze Kampf. Ein Raketentreffer. Ach du je. Bitter, aber er hat auch fiese Zeon-Raketen. Ja, echt. Und denen hat eine gereicht. Wie man hier im Rheinland sagt, es war ein fieser Möb.
Ein fieser Map, genau. Also den anderen Kampf machen wir auch mal bitte. Oh, wir haben Molekularmanipulation abgeschlossen. Schauen Also wir den uns mal anderen. an. Bekommen Den anderen. jetzt irgendwelche Geschichten. Ich klicke mal einfach auf das nächste Erforschen. Ich will ja den nächsten Kampf sehen, bevor der Livestream endet. Und hol mir jetzt mal. Ist ja egal. Ich hole mal. Ich will das mit den Botschaften mal erleben. Du lässt dich aber auch immer von irgendwas ablenken, oder? Wovon lasse ich mich denn ab? Ach, jetzt hast du mich glatt abgelenkt hier gerade. Diplomatie, das braucht kein Mensch. Achtung, Achtung, Mensch, Christian, der zweite Kampf steht Ah. bevor. Wir haben doch diesen Delay hier. Du hinkst mir hinterher. Sag mir, was ich Ja. im Kampf machen soll. Ich, Vorab mal. du kannst gar nichts machen. Die Schiffe fliegen aufeinander zu. Du kannst ein bisschen die Richtung vorgeben, wo sie hinfliegen sollen oder welche Ziele sie angreifen. Aber bei den Schiffen, die so klein sind und so wenige Trefferpunkte haben, ist das relativ fix vorbei. Aber jetzt mal auch mal ganz ernsthaft bei. Wenn wir einen Militäraußenposten angreifen, wie soll man da viel manövrieren? Ja, eben. Der ist ja fest verankert im Weltraum. Wir fliegen auf ihn zu und feuern mit allen Oh. Torpedos, die wir haben, und Das ist Raketen. Und interessant, weil unsere Siegchancen werden mit Balanced angegeben. ah ja, da ist ja endlich mal ein fairer Kampf. Also der Balken zeigt uns an, Siegchance etwa bei 40 bis 43, 44 Ah ja. Prozent. Sollen wir uns das nächste Schiff noch holen? Nee, wir greifen das jetzt an und schauen mal, was passiert. Es gilt als Kriegserklärung, warnt das Programm uns. Ja, buhuhu. Oh, ich habe aus Versehen auf Yes geklickt. Das war gar keine Absicht. Huch, ich habe Ihnen den Krieg erklärt, das war gar keine Absicht. Oh, diese Raumstation sieht aber groß und gefährlich aus. Wie du. Ich So, würde so jetzt gerne fliegen wir das hin auch und her. sehen. Ich reduziere mal die Geschwindigkeit auf Pausieren. Das ist nicht möglich. Insofern ist es, ja, es ist nicht. Im Grunde genommen könnte man auch sagen, es ist sowas wie Pausenkämpfer. Denn zwischen den Echtzeitbefehlen kann man jederzeit ein Päuschen und damit eine Runde einlegen, in der man dann neue Befehle gibt. Man kann die Okay. Karte drehen, das mache ich mit der rechten Maustaste. Man kann mit dem Mausrad ranzoomen, man kann sich den furchterregenden Gegner aus der Nähe anschauen. Man kann sich in aller Ruhe die Hosen voll machen, man kann dann wieder rauszoomen. Genau, und man kann auch mit diesem Kamerasymbol auf so eine Art Highlight und cinematische Kamera umschalten. Das mache ich ja immer ganz gerne. Sieht auch ziemlich schick aus. Wir gehen wieder raus. Ja, und unser Ziel ist einfach, wir gehen so dicht, wie wir schießen aus allen Rohren. Denn im Ernst, wir klicken unsere beiden an und wir haben da links unten zwei Möglichkeiten, zwei Formationen. Linienformation oder Wedge-Formation, aber das ist da eigentlich vollkommen Total. schnuppe. Ja, genau, man kann eben zwei Raumschiffe nicht in einer Linie nebeneinander positionieren. Links kann man anzeigen, welche Waffen man hat. Und dann gibt es einen roten Kreis, einen Radius. Der zeigt uns an, wie weit die Waffen reichen. Das heißt, man kann sich eventuell mit weitreichenden Waffen außerhalb der Gegnerreichweite herumdrücken und versuchen, ihn von außen oder Und das, von. ja, und der Gegner, der hat eine solche Reichweite hier, bis hierhin. Mal gucken, ob das bei uns klappt. Wir fliegen mal erstmal dicht davor, erstmal nur. Wir fliegen erstmal nur hierhin. Dann gucken wir weiter. Ich denke ja mal, wer weiß, vielleicht haben wir irgendwie Glück. Glaubst du, wir haben Glück? Nö. Du bist ja ein Optimist, echt. So, jetzt stoppe ich mal. Und? Ist Was wird jetzt uns bei mir noch nichts angezeigt? passiert, aber bei dir vielleicht schon, ja. Können wir mittlerweile feuern? Wir können noch nicht feuern. Kann der Gegner feuern? Das wirst du merken, wenn hier die Raketen auf uns Ich zutrallern. fürchte, der Gegner kann feuern. Ich klicke einfach auf Angriff. Ja, Volle Pulle und ist drauf. die beste Idee, genau. Keine Fisimatenten, einfach Angriff mit beiden. Ja, haben beide schon ein Ziel vorgegeben. Jetzt ist mal laufen. Aber ich will den Kampf einfach ein bisschen länger zeigen, damit wir die Interface-Elemente angucken können. Aber oben am Rand wird schön angezeigt, welche Schiffe in welcher Größenklasse noch verfügbar sind. Also wir haben noch zwei Zerstörer und der Feind hat noch eine Basis. Tja. Oh, da kommt schon die erste Rakete auf uns zu. Die Unverteidigung hat ein bisschen drauf geschossen. Tepic behauptet, oh je, wir werden alle sterben. Ja, könnte sein, Tepic. SCC 2004 korrigiert, sie werden alle sterben.
Eisig sagt, BB macht die KI aus, mein Gott. Skydiver sagt, alle schreien hier rum. Wir werden alle sterben. Das ist eine Anspielung auf Raumschiff GameStar von damals. Wir schaffen's. Wir schaffen's. Ja! 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 Sieg! Das alles gibt's doch nicht! Ohne mein Zutun. Beide Raumschiffe haben überlebt. Und mir meine Stimme versagt. Und in einem riesigen Feuersturm verglüht der Außenposten des Feindes. Was für ein Triumph! Ah, die Hooligans haben sich bewährt. Was für ein unglaublicher Triumph! Ich fasse es nicht. Fliegen und Knöpfchen drücken kann ja jeder, aber die habe ja ich designt, diese Hooligans, nach meinen Vorgaben, genau. Hm? Denn die haben ihren Namen alle Ehren gemacht. Battle Highlights werden angezeigt, aber das kann man im Grunde genommen auch ignorieren. Warum haben wir gewonnen? War die Trefferwahrscheinlichkeit beim Gegner zu gering? Bei uns? Ja, wir hatten eine viel höhere Trefferwahrscheinlichkeit unserer Waffen. Lag es daran, die der Waffen des Gegners, die lagen immer so zwischen 35% und 54%. Die eigenen Trefferwahrscheinlichkeiten zwischen 74 und 83. Ich glaube, ich weiß, woran es lag. Guck mal, wir hatten eine PD-Accuracy, also eine Point-Defense, eine Punktverteidigungsgenauigkeit von 87%. Die meisten Raketen des Gegners wurden von unseren Punktverteidigungslasern abgeschossen. Ja, das könnte sein, genau. Dadurch ist die gesamte Feuerkraft des Gegners negiert worden. Cool. Mhm. Das heißt, der Gegner hat mit Laserkanonen geschossen? Nee, der Gegner hat mit Raketen geschossen. Hier, genau. Mit Nuklear-Missiles. Genau. Die wurden von uns abgefangen. Richtig. Und er hatte wahrscheinlich viel weniger Laserkanonen, als er Raketen an Bord hatte. Diese Stationen werden ja automatisch designt. Und dann sah das schlecht für ihn aus. John Witulski sagt, danke für den Kampf, ich bin nun auch überzeugt. Also, sagt jemand auch, Joe Fox sagt, gekauft. So, wir sind jetzt im Krieg mit den Sakra. Kann ja nun mal passieren. Goodbye. Oh oh. Hat er eigentlich jetzt irgendwie eine andere Gestik oder Mimik? Nö, er bleibt weiterhin in seinem Sesselchen sitzen und klopft nur mal mit seiner fleischigen grünen Pranke auf die Armlehne, aber sonst weiter macht er nichts. Sag mal, jetzt haben wir... Was ist jetzt passiert? Jetzt haben wir dieses System hier. Da gibt es jetzt hier den Planeten Lora Prime. Ja, was wir eigentlich gemacht haben, ist, wir haben nur die Vordertür eingetreten, dieses Systems. Das war alles. Und die haben ja immer noch 3 Fregatten. Die haben insgesamt einen militärischen Wert von 397. Aber wir haben 2 Zerstörer. Wir haben einen von 681. Das Problem ist nur, eines unserer Schiffe, ist ein bisschen kaputt. Ganz schwer beschädigt. Das heißt, wenn wir jetzt angreifen, dann verlieren wir einen Hooligan. Und ein einzelner Hooligan, der hat nur eine Angriffskraft von 340. Das ist zu wenig. Dann würde ich mich zurückziehen und die an unserem eigenen Außenposten reparieren. Übrigens, was ich mich schon die ganze Zeit frage, wieso macht denn unsere Space Factory nichts? Hast du die mal irgendwann auf Pausieren gestellt? Die war ja schon vor 1000 Runden fertig. Was habe ich mit der gemacht? Gar nichts. Ich bastel die hier. Nee, die ist schon lange. Ja, die hat den militärischen Außenposten gebaut und ist dann da stehen geblieben und bildet anscheinend eine Flotte zusammen mit dem Außenposten. Verstehst du? Naja. Normalerweise, okay. Die hat automatisch eine Flotte gebildet, deshalb. Bei mir hatten sich die immer wieder gemeldet, diese. Nee, die ist vielleicht alleine. Habe ich das weggeklickt im Eifer des Gefechts. Das kann sein. Dann fliegt die doch mal an den Ausgang des Ultrasystems. Entschuldige, wir haben in einer Runde 9 Hooligan 2. In Mental 2. Den nehmen wir, den schicken wir rüber. Ja. Und unsere Flotte hier, wo kann die reparieren? Die kann nicht reparieren, aber die sollte am Ausgang des Ultrasystems einen. Auch so einen Außenposten bauen, der repariert nämlich Schiffe. Also der... Ich schicke die erstmal zurück. Warum denn das? Nein. Hast du doch gerade gesagt. Nee, die Space-Fabrik soll am Ausgang des Ultrasystems. Genau. Ja, genau. Achso, wir hatten wieder... Ich hatte mit der Maus was aktiviert und du hast über... Ich sehe wieder, alles zu spät. ...etwas geredet, was ich eine Minute vorher aktiviert hatte. Also, aber genau das wollte ich auch gerade machen. Der Bauarbeiter, der fliegt quasi rüber zum Ultrasystem und diese kleine Flotte von uns, die fliegt auch zu demselben Punkt hin. Genau das richtig, habe ich gerade richtig, richtig. Das war mein Plan. Auch eine dorthin. Weiter. Genau, dass die sich dort treffen. Bewegen sich. Und die Space Factory soll an diesem Punkt da nämlich dann eine Basis bauen. Und
wir haben jetzt hier einen weiteren Hooligan 2 in Menta. Ah, der Hooligan 2 hat sogar schon Schilde. Ja, den schicken wir jetzt rüber nach Ultar in das System. Mhm. Dass sich alles dort trifft. In Menta 2 gibt es einen weiteren Bürger. Der verkürzt die Produktionszeit von Hooligan 2 auf nur noch 4 Runden. Oh, super. Eine Runde weiter. Wir haben mittlerweile wieder 237 Credits auf der hohen Kante. Jetzt den Hooligan auch gleich zu unserem weiteren Sammelpunkt da hinten schicken können, wo wir jetzt die Basis gleich bauen. Ja, hätte ich machen können. Du bist immer so zögerlich, was lange Bewegungen angeht. Ja, wer weiß, was passiert, und dann vergisst man das, was man gerade machen wollte. Ich habe ja eher die Angst, dass du dann vergisst, was du vorher getan hast mit den Einheiten und sie dann einfach an irgendeinem Punkt sitzen lässt. Würde ich mir auch zutrauen. Mhm. Vor allem, wenn man nebenbei noch einen Livestream macht. Und unsere Flotte ist noch größer gewachsen. Wir haben nämlich 5 Laserdiscs in Ultar fertiggestellt. Wow. Da haben wir auch noch ein paar Fregattennetz dazu als Begleitschutz. Die fliegt hier hin. Und hier die. Die schicken wir hier hin. Genau. Die können jetzt wieder mal ein Gebäude bauen. Klonzentrum oder... Achso, willst du noch mehr Hooligans bauen? Jetzt greift er aber tief in die Tasche. Schiff bei Shiba Prime. Das lohnt sich aber nicht. Das ist winzig klein. Asteroidenfeld, was ist das für eins? Das sind diese alle so mau hier. Vielleicht können wir ja, das gefällt mir alles nichts. Die haben ja keinen guten Planeten, weit und breit. Sind echt alle sehr bescheiden. Hier wäre im ersten noch was frei. Ja, Chiba Prime gehört ja sowieso schon jemand anderem. Genau. Also das finde ich aber noch nicht, das finde ich noch nicht so ganz übersichtlich. Hier, klar, hier steht ein Name dran. Klar, der Name in der Farbe steht dran und damit gehört ja jemand anderem. Okay. Finde ich. Und hier? In Ovilus, da scheint noch alles frei zu sein. Ich schicke den mal rüber nach Ovilus. Nach Ovilus, Obelix. Nach Obelix. Kann man Planeten eigentlich umbenennen? Haben wir das mal probiert? Habe ich noch nicht ausprobiert. Ich probiere mal aus, ob ich dich umbenenne. Nein, hier. Durash der Vierte sagt, der will mit uns handeln, der will eine Botschaft. Ja, kann er gerne machen. Aber nur auf einer Seite. Weil wir die Technologie noch nicht haben. Ja, wir erforschen das gerade. Haben wir was davon, wenn wir ihm erlauben, eine Botschaft zu bauen? Ich glaube nicht, da würde ich noch warten. Lehnen wir ab. Die GNN-Nachrichten kommen wieder rein. Und erzählen was von einem Krieg, den es jetzt hier gibt in der Galaxie. Und da haben die sicher recht. Was, Krieg? Nee, haben wir nichts mit zu tun. Es ist aber ein anderer Krieg. Es ist ein Krieg zwischen den Alkari und den Bulrathi. Ach so, ja, wenn die sich gerne die pelzigen Köpfe einschlagen möchten, dann ja, bitte. Da habe ich keine Probleme mit. Nee. Sehr schön. Bärenfaust und Vogelfaust. Habe ich jetzt erst gesehen. So, jetzt ist hier unsere... All unsere Schiffe sind jetzt auf einem Fleck versammelt. Jetzt nehmen wir unsere Space Factory und bauen hier und bauen hier und bauen hier. Einen Außenposten. Der dauert leider 10 Runden, aber der ist sehr nützlich an der Stelle. Der ist unglaublich nützlich. Der deckelt unser System nach dahin ab. Und wir packen uns jetzt unsere ganze Flotte, ich glaube alle, 1358 Punkte inklusive des verletzten Hooligans. Aber exklusive der Space Factory? Ja, die ist noch nicht mehr aktiviert. Weil die im Bau, weil die gerade was baut. Mhm. Und fliegen mit der ganzen Flotte zurück. Zu den Sakra. Überraschung, liebe Freunde. Ja, genau. Da sollten wir gleich eventuell noch einen Kampf erleben. 2 Hooligans und 5 Laserdiscs. Sehr gut. Dann könnten wir schon mal probieren, ob wir da Lora Prime vielleicht ein bisschen weichklopfen können. Produktion wählen. Auf den letzten Hooligan hast du jetzt gar nicht gewartet, aber die Flotte ist auch so groß genug. Stimmt, da ist ja noch einer. Egal. Schuld, das war gar keine Absicht. Schicken wir den noch hinterher. Ja, du kannst ihn auch an dem Außenposten warten lassen. Für den nächsten Angriff oder den übernächsten.
GNN News, was melden die Roboter denn jetzt? Das interessiert uns nicht. Oh, eine unserer Kolonien ist vergiftet. Das hatten die auch gerade gemeldet. Insofern, wenn es uns selbst betrifft, vielleicht ja doch. Wir haben hier eine so hohe Umweltverschmutzung. Was, hast du wieder all deine Papierchen weggeworfen? Pfui. Ja, das ist so viel Produktion her. Dadurch kommt das. Ist das wirklich so schlimm? Plus 2%. Naja. Solange alle Leute hier arbeiten. Industrieller Unfall, huppala, kann passieren. Was wäre dein Tipp? Ein Atmosphärenerneuerer bauen, den haben wir schon erforscht. Stell mal in die Bauschlange. Hier ist er. Senkt die Umweltverschmutzung um 25%. Oh, da ist dann vor allem gleich, also in wenigen Runden sind wir hier bei 100% angekommen. Ich glaube, dann passiert irgendwas Schlimmes. Dann lassen wir das sein. Dann sollten wir vielleicht lieber Pollution wegräumen. Da gibt es ja auch eine Option für. Das ist hier. Mhm. Das dauert eine Weile, aber säubert den Planeten komplett. Können wir das eigentlich einfach nach links ziehen? Ja, ganz klar. Klappt. Mhm. Minus 3. Und das wird jetzt sogar noch doller, je mehr Produktion man hat. Das ist ja witzig. Irgendjemand muss den ganzen Schmodder auch wieder weg entfernen. Ganz genau. Und sauber machen. Okay. Genau, der hört dann auch wieder auf mit der Schweinerei-Entfernung automatisch und dann ist wieder gut. Xenodiplomatie ist fertig und hat jetzt die Möglichkeit von Botschaftsabkommen freigeschaltet für uns. Ich klicke mich hier einfach mal durch, ich will noch einen Kampf sehen. Gut. Das predige ich ja schon die ganze Zeit, aber du lässt dich ja gerne von Bastelei und Micromanagement ablenken. Einen Kampf würde ich gerne noch sehen. Ja, dann greif doch diesen Planeten an. Lomax Prime, oder wie der heißt. Das habe ich ja unbedingt vor. Oh, 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 es gibt einen Kampf. Die ziehen alle ihre Flotten zusammen. Die haben ja noch viel mehr Flotten. Oh, wie schön. Oh, oh, oh. Unsere Chancen werden allerdings als positiv angesehen. Es gibt auf der einen Seite bei den Sakra, da gibt es vier Fregatten, zwei, also von den fortgeschrittenen Fregatten und eine Basisfregatte. Auf unserer Seite 5 Laserdiscs und 2 Hooligans. Taktischer Kampf? Ja, klar, gerne. Oh, die ziehen wirklich ihre Flotten zusammen. Jetzt sehe ich es auch. Ja, 2-5 gegen 1. Ja, gegen 5 kleine Fregatten. Super. Kleine Cutscene, ich gehe mal mit der Geschwindigkeit runter. Das sind die Feinde. Das ist echt schön, wie die reinwarpen. Diese Hooligans. Oh ja. Der eine Hooligan sah man wirklich schon direkt, der war schon beschädigt. Aber die schießen sich. Das im Autokampf macht. Ich mach das jetzt noch langsamer. Nee, nee. Jetzt nicht. Die kleinen Schiffe von uns, die feuern alle gemeinsam immer. Nee, nicht doch alle. Die feuern nicht auf ein Ziel. Jetzt wechseln wir das Ziel. Alle auf ein Ziel. Dann musst du es anklicken mit rechts. Ja, ich sehe jetzt im Moment gerade die allererste. Ja, unsere Lasersalven da von den Laserdiscs, die sind doch super. Bist du jetzt froh, dass wir die Laserdiscs alle nur mit Lasern ausgestattet haben? Ich bin froh, dass du dabei bist und so viele Ideen hast. Schönen Abend. Hier ist noch gar nichts final. Das Champion-Fragen, Sounds sind hier noch nicht final. Hier ist noch gar nichts final. Ich würde gar nicht davon ausgehen, dass hier irgendwas definitiv so sein wird wie in der Release-Version. Sounds? Ich wäre froh, wenn ich welche hören würde hier. Sehr schön, klasse. Jetzt ist unsere gesamte Flotte so dermaßen kaputt, dass wir eigentlich zurück in unsere noch nicht ganz fertiggestellte Außenpostenfestung müssten zum Reparieren. Unsere Flotte war erfolgreich. Großartig. Platsch. Wunderbar. Keine Verluste. Unsere Reichsflugscheiben haben gewonnen. Wunderbar. So muss es sein. Sehr, sehr schön.
Und damit hören wir auf. Das war heute Abend der Livestream. Der erste Livestream mit Master of Orion, mit Christian Weigel, mit mir, mit Writing Bull, mit in der Spitze bis weit über 400 Zuschauern auf Hitbox TV. Danke dafür, dass ihr euch mit uns gemeinsam die Stunden hier, die Abendstunden am Vortag des Release um die Ohren geschlagen habt. Morgen wird die Version erscheinen, die Early Access Version. Und was ihr sehen könnt, ist, das ist nicht die Fortsetzung dieser Partie. Hatte ich eigentlich vorgehabt, aber ich glaube, wir haben doch hier am Ende vor allem den Live-Zuschauern einfach ein Spektakel zeigen wollen und ein paar Features auch demonstrieren wollen und haben deshalb nicht auf Effizienz unbedingt gespielt, sondern einfach Kennenlernen des Spiels, Features zeigen. Ich werde eine neue Partie starten. Hiervon gibt es eine Aufzeichnung auf YouTube. Ansonsten starte ich eine neue Partie in einem Let's Play und zeige das dann in Kürze schon, in Kürze an diesem Wochenende auf YouTube dann. Könnt ihr dann sehen. Dann werden wir das dann mal besser durchdenken alles und das Reich hier systematisch aufbauen. Was es auch gibt, ist, einige von euch scheinen das Spiel ja kaufen zu wollen, in Kürze ein Community-Video. Großes Angebot an euch. Wenn ihr das Spiel selber zockt am Wochenende, schickt mir eure ersten Eindrücke als Tondateien. Ich habe ja ein Teaser-Video gemacht auf diesen Live-Abend, da wird das erklärt, wie das funktioniert. Schickt mir bis zu 30 Sekunden lange Statements, eure ersten Eindrücke als Tondatei. Dazu ein paar Screenshots. Schaut in das Teaser-Video rein, da wird erklärt, wie er das schickt und wie das funktioniert. Würde mich sehr freuen und das werde ich, ohne das zu zensieren, zu schneiden, zu verändern, was wegzunehmen, werde ich das dann bringen. Als euer Community-Video, unsere ersten Eindrücke von Master of Orion, unsere Handreichung auch für die Spieler, die Fans von Rundenstrategie-Sci-Fi-Spielen, die noch nicht ganz entschlossen sind. Ob das ein gutes Spiel wird oder ein schlechtes, denen könnt ihr dann sagen, was euer Eindruck ist und ob ihr dieses Spiel empfehlen möchtet oder ob ihr das nicht macht. Und falls ihr das Spiel gemeinsam am Wochenende spielen wollt, wir haben ein Angebot im Community-Forum, gemeinsam spielen, gemeinsam zocken. Samstagabend und Sonntagabend könnt ihr das im Kreise von anderen Master of Orion-Spielern gemeinsam spielen auf unserem Teamspeak-Server. Das gibt es in unserem neuen Unterforum zum Master of Orion bei community.writingbull.de. Einen entsprechenden Thread, wo man zusammenfinden kann und ein Event in unserem Eventkalender, wo man sich dafür anmelden kann. Das machen wir im Zuge, im Rahmen von lockeren Multiplayer-Partien, also nicht mit Wettbewerbscharakter und wer gewinnt hier möglichst schnell und effizient, sondern so ein bisschen hier wie hier, man plaudert gemeinsam gemütlich, versucht ein paar Tipps und Tricks rauszukriegen und das Spiel gemeinsam kennenzulernen. Bieten wir an Samstag und an diesem Sonntagabend und noch jede Menge anderer Events, Diskussionen, Möglichkeiten, sich über Master of Orion auszutauschen, findet ihr auch in unserem neuen Unterforum. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für den schönen Abend. Mir hat es total Spaß gemacht. Vielen Dank an Christian, dass du dabei warst. Vielen Dank und ja, nochmal ganz besonderes Danke an eure Geduld und dass ihr mit uns all diese Features angeguckt habt, den Schiffsdesigner, die Planeten, die Infrastruktur, den Ingo Horn, also hat mir alles sehr gut gefallen. Wunderbar. Bis bald. Wir sehen uns wieder. Wieder irgendwann mit einem Livestream mal gucken, ob wir dieses Spiel oder ein anderes Spiel vorab zeigen und auf jeden Fall beim Let's Play auf YouTube mit Master of Orion. Bis dann. Gute Nacht. Tschüss.